Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es diesen super leckeren kleinen Kuchen und wenn ihr sehen wollt, wie der in 5 Minuten gemacht wird, dann bleibt dran. Für diesen Kuchen benutze ich nur einen Schneebesen und so kleine Mokkatassen. In die Mokkatassen passt ungefähr 75 Milliliter rein. Und das ist meine kleine Kuchenform. Es ist ein kleiner Kuchen. Und ich lege dann auch gleich los. Ich fange an mit 2 Eiern. Anderthalb Tasse Zucker. Und ein Vanillezucker. Dann kommt dazu eine Tasse Öl. Und eine Tasse Wasser. Drei Tassen habe ich jetzt erstmal reingetan und ein halbes Päckchen Backpulver. Eine halbe Tasse Mehl werde ich noch dazu tun. So, jetzt tue ich 2/3 des Teiges in diesen, oh Mann, jetzt sieht man wegen der Sonne überhaupt nichts. Ja, besser. 2/3 des Teiges tue ich jetzt in die Kuchenform. Ein Esslöffel Kakao. Und ein Esslöffel Milch. Und das kommt jetzt wieder in die Kuchenform. Es sieht jetzt hier zwar total unordentlich aus, aber das macht nichts, der Kuchen ist fertig. Es hat wirklich nur 5 Minuten gedauert und jetzt kommt er in den Backofen. Den Backofen hatte ich auf 170 Grad Umluft vorgeheizt und da kommt jetzt der Kuchen rein. So, der Kuchen war jetzt insgesamt 28 Minuten bei mir im Backofen. Also die Zeit ist so zwischen 28 und 30 Minuten. Das ist ja immer abhängig von dem Backofen. Ich werde den jetzt in der Form komplett auskühlen lassen, weil das eine spezielle Form ist und ich ihn sonst nicht rausbekomme. Wenn ihr normale Backform benutzt, so Gugelhupf oder so, dann müsst ihr den nur eine Weile ruhen lassen und dann könnt ihr den Kuchen stürzen. Der Kuchen ist jetzt aus der Form raus. In der Form ist auch nichts mehr übrig geblieben. Allerdings muss ich sagen, es war ein bisschen kompliziert, es da rauszukriegen. Aber im Endeffekt hat es ja geklappt. Ich backe auch zum ersten Mal in dieser Form. Dieser Kuchen ist wirklich in 5 Minuten gemacht. Probiert ihn unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die kleine Glocke zu aktivieren. Tschüss, bis zum nächsten Video.
Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.